Draußen in der Natur ist eigentlich alles Energie. Also bis jetzt treiben wir ja eigentlich noch ziemlich viel mit Erdöl, Benzin und allen technischen Schnickschnack an. Weil irgendwann sind ja auch die Lagerstätten erschöpft. Und darum muss man eben auch überlegen, für die Zukunft versuchen, mit erneuerbarer Energie viel zu machen. Das Spannende hier ist ja einfach, dass sich alles bei den Menschen irgendwie um das Thema Energie dreht. Energie ist so ein ganz großes Thema. Energie kann man ja nicht herstellen, sondern die steckt überall drin. Wie kann man Energie verwandeln mit etwas, was immer da ist, was jeder hat, was uns umgibt? Und das sind biologische Abfälle. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, brauchen wir unbedingt Bioenergie. Denn Bioenergie erzeugt erneuerbare Energie auch dann, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint. Biogas aus organischen Haushaltsabfällen zu erzeugen, ist eine geradezu geniale Idee, weil man aus Abfall Energie und wertvollen Dünger macht. Diese geniale Idee aber, Kindern zu vermitteln, ist unheimlich schwierig, wenn nicht das schwierigste Thema überhaupt in der Umweltbildung. Deswegen haben wir überlegt, wie kann man den Kindern dies nahe bringen. Also so, dass die einfach sagen, biologische Abfälle ist jetzt nicht irgendwas Ekelhaftes, was halt irgendwo dahin verfault, sondern es ist was ganz Wertvolles. Und für die Zukunft von jedem hat es eine große Bedeutung. Genau, und deswegen haben wir dieses Modul hier entwickelt. Deswegen sind wir sehr froh, dass es uns von der Bioenergieregion Bayreuth gelungen ist, einen erfahrenen Umweltbildner und eine Künstlerin zu gewinnen, die dies anschaulich, lebendig, interaktiv rüberbringen. Die interaktive Lernstation ist gut im Unterricht einzusetzen für verschiedene Umweltthemen im Lehrplan. Energiezirkus! Energiezirkus, das ist genau das, worum es eigentlich geht. Energie kann man eigentlich nicht vernichten, sondern Energie ist immer da, die wird immer umgewandelt. Von der Bewegungsenergie jetzt in Beleuchtungsenergie zum Beispiel. Und das Gleiche passiert natürlich in vielen Stationen, die wir jetzt hier haben, genauso. Das heißt, wir machen einfach Energieumwandlung. Und die Taschenlampen sind auch, weil sonst muss man ja immer die Batterie wechseln und damit machen wir selber eine Batterie. Das ist jetzt halt eigentlich was ganz was anderes als jetzt immer Mathe, Deutsch, HSU, Mathe, Deutsch, HSU. Eigentlich ist es mehr zwar auch Lernen, aber anders. Man lernt eigentlich auch viel besser, wenn man mit Bewegungen so macht. Also als Künstlerin war es meine Aufgabe, für die Kinder eine Perspektive aufzubauen, dass der Biomüll etwas sehr Wertvolles ist. Dass aus seinem verborgenen, ekelhaften Dasein einfach gewandelt wird in etwas Wertvolles. Um Kinder da heranzuführen, auch emotional für dieses Thema zu begeistern, habe ich diesen Charakter Methano entwickelt. Das ist der Methanos und dafür ist der Biomüll. Und wenn der pupst, erzeugt der Biogas. Und die Kinder können sehr gut für ihn sorgen, indem sie ihn füttern, den Müll trennen, aufpassen, dass er halt kein Plastik abkriegt, dass er nicht krank wird. Das ist Biomüll und es kriegt jetzt der Methano zu fressen, damit er auch schön viel pupst. Also das Pupsen ist einfach das Beste, was der Methano kann. Und das Gas, das kann man nämlich dann anzünden. Und daraus kann man dann so richtig heiße Luft machen und zum Beispiel eine Turbine antreiben. Dass unsere Abfälle, die hinten rauskommen oder vorne, nicht nutzlos sind. Man lernt, dass man den Pups von dem Methanus wiederverwerten kann. Wie Methangas entsteht. Eine ganz einfache Botschaft, die Kinder eigentlich über diese Personifizierung ganz schnell verstehen, ohne chemische Formeln. Organische Wertstoffe. Ich glaube, dass die drei da zusammengehören. Irgendwie. Bringen wir das da so hin? Ja.
Die interaktive Lernstation ist in erster Linie gedacht für Kinder in der vierten Jahrgangsstufe. Es ließe sich sicherlich aber auch in der zweiten Jahrgangsstufe bereits einsetzen, weil da auch im Lehrplan Kompetenzerwartungen sind, die sich dadurch anbahnen lassen. Hier in der Tasche sind die, was zum Beispiel zu Vorlieben gehört, muss man dann da mit hinhängen. Da sind die Kärtchen mit drin und dann muss man die da einfach hinhängen. Ja, ich finde es halt auch super, wenn auch kleine Kinder von Anfang an wissen, dass auch durch andere Hilfsmittel Strom gemacht werden kann, nämlich durch dieses Biogas von den Methanos. Ich hätte das jetzt zum Beispiel auch noch nicht gewusst. Ich glaube, es ist bei den anderen Kindern auch so, dass sie nicht wissen, dass es überhaupt Methanos gibt. Und ich finde es halt auch toll, dass es halt umweltfreundlich ist. Sie ist mobil. Sie passt zu den Themen des Lehrplans in HSU. Ich kann daran die Themen gut erarbeiten. Die Kinder sind motiviert durch dieses Instrument, durch die anschauliche Darstellung und arbeiten gern mit. Und insgesamt würde ich sagen, das spricht die Kinder schon sehr an. Und ich glaube, das bleibt auch in Erinnerung und man merkt sich da auch was. Ich finde es auch mal gut zu erfahren, weil das macht man halt auch nicht so oft. Man lernt, dass wir unseren alltäglichen Biomüll, dass wir den wiederverwerten können und daraus Energie und Strom erzeugt wird. Biogas herstellen und übrig bleibt super Pflanzendünger. Das Spiel- und Lernmodul ist natürlich die erste Hinführung zu solchen Prozessen, die dann in der Wirklichkeit, im Gelebten, live zu erleben sind. Wenn tatsächlich dann die Erde zerfällt, wenn quasi aus der Schale Kompost in den langen Prozess wird und der dann wieder in den Kreislauf des Lebens und Vergehens wieder zurückgeführt wird. Lehrerinnen und Lehrer können diese Stationen beim Regionalmanagement Stadt und Landkreis Bayreuth als mobile Station ausleihen und in ihrer Schule in den Unterricht integrieren. Das ist die eine Variante. Die zweite ist, die interaktiven Lernstationen gibt es als fixen Teil einer Führung durch das Müllkraftwerk Schwandorf. Das Müllkraftwerk Schwandorf ist auch außerschulischer Lernort. Zu uns kommen im Jahr so ca. 120 Schulklassen für Führungen. Wir haben das Konzept speziell für die Kinder abgestimmt. Es geht also bei uns um Energie und Abfall. Wir gehen mit den Kindern den Weg des Restmülls, das heißt also von der Anlieferung zur Müllverbrennung, zur Energiegewinnung. Wir gehen also auch das Thema Müllvermeidung mit ein. Wir wollen natürlich auch das Umweltbewusstsein der Kinder noch stärker fördern und darum gehen wir auch auf diese Hierarchie ein, von der Abfallvermeidung zum Recycling und dann kommen wir eigentlich erst zum Restmüll. Das sind so die Stationen. Wir sind also Zwillingspartner von der Bioenergieregion in Bayreuth und wir haben seit neuestem ein neues Modul. Es sollen den Kindern auch verdeutlichen, dass man aus dem Bioabfall auch noch Energie erzeugen kann. Also nicht nur aus Restmüll, sondern auch aus Biomüll. Jeden Anfang liegt ein Zauber inne. Ich glaube, das ist so, das kann man dazu sagen. Es ist ein Auftakt. Ich glaube, wenn man damit anfängt, entstehen daraus viele neue Ideen in jeder Schule, die dann selber ihren eigenen Weg gehen können. Und die Kinder nehmen einfach wahr, Biomüll ist etwas Wertvolles und wir können daraus für die Zukunft unheimlich viele Ideen schöpfen. Wir können aus dem Biomüll Energie gewinnen. Das Thema ist auch wichtig, weil das ist erneuerbare Energie für die Zukunft, wenn man die dann braucht. Die Spiel- und Lernstation können so eine Initialzündung sein für eine Schule zu sagen, okay, welche Ressourcen haben wir denn bei uns im Garten, bei uns in unserer Umgebung? Und so könnte es ein Startpunkt sein für eine eigene Idee, wie ich das umsetzen kann, Thema Energie zum Beispiel.